Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab, Klim, bei dir? Cool. Ich hab 5 Schienen von dir. Hier. So, wir haben hier den Parker. Ah, der, guck mal, der driftet ein bisschen rum. Der tankt auch, ja. Tokyo Drift und so. So, wir haben den ein bisschen schon fortbewegt. So, und jetzt hoch mit ihm. So, sehr gut. Sehr geil. So, jetzt muss die nur noch. Eigentlich braucht man einen Bauern, weil der baut die automatisch ab, die ganze. Nein! Oh, was hast du gemacht? Alter Schwede, der ist fast gefreckt, ey. Das wäre nicht so geil. Weil der ein Dummkopf ist. Los, weg da mit dir. So, auf jeden Fall. Schmeiß hier mal deine Schienen hier runter, ne? Hier so, zack. Jo, danke. So, jetzt gebe ich dem hier mal 44 Kartoffeln. Dir 64. Jetzt brauchen wir noch Türen. Türen aus meinem Lager. Ich kann hier Türen machen, ich habe genug Zeugs dabei. Ja, wenn du mir zwei, aber Awkward, ja? Geht ja, das auch? Wie viel brauchst du? Ich habe 30. Zwei Awkward brauche ich. Nein, die sind runtergestürzt. Ja, hier kriegst du zwei neue, ich habe 30 Stück gemacht. Ah, Mann! Warum? Ach, da ist ein Workbench. Ach, boah, ich bin da fast gestürzt. So, jetzt kommen hier noch zwei Türen hin. Boah, gleich ist meine Farm wieder repariert, endlich, ja. Revi hat die kaputt gemacht, ne? Revi, ja, also aus Versehen, weil der nicht denken kann. Ja, das stimmt. Der Reiter der Natur. No homo. No Reiter. Ich auch noch mal wieder ab hier, so. Hast du Leitern? Ja. Kannst du mir geben eine? Oder wohin brauchst zwei? Du? Ich möchte mir dann Aufgang machen. Machst du hier in die Ecken oder so? Wo? Warte. Hier, wo ich stehe. Okay. So. So. Ne, mach den untersten, der soll sicherheitshalber weg. Weil ich immer Angst habe. Obwohl, warte mal. Wir haben doch Jump Boost hier. Ne, hier nicht mehr. Fuck. Wie weit geht, ab wann geht der denn? Schade, sonst hätten wir. Dann machen wir den auch weg, dann reicht das hier nämlich. So. Dann zack. Zack. Fuck, jetzt bin ich hier gestürzt. Das muss da aber sein. Ab hier geht Jump Boost. Los, paart euch und redet weniger. Muss das jetzt alles selbstständig machen hier. Weil eigentlich das, was ich mache, das macht der. Was? Wenn du hier hinten bist. Kannst du mit Anlauf jumpen? Ja, ja. Wenn du hier hinten bist, dann hast du. Ah, dann hast du noch eine Zeit lang, hast du den noch, ne? Ja, ja. Das ist gut. Hier, 10 Sekunden hast du ja Jump Boost. Dann kannst du einfach hier hin. Eigentlich. Achso, ich kann jetzt nicht mehr sprinten, weil ich kein Essen habe. Voll gut. Ich guck, ob das funktioniert. Kleines Selbstexperiment jetzt. Und steh zu. So. Ja, das geht. Echt? Ja. Warte, ich möchte das auch jetzt testen. Muss ein bisschen weiter zurück. Ungefähr auf die Höhe von seinem Trankshop hier. So. Ja. Wir haben ja noch Speed Boost, deswegen klappt das auch noch, ne? Ja. Bam! Nein, ach so, hier auf die Leiter, ja. Ja, hat geklappt. So, hier kommt man jetzt nicht rein, außer Baby-Zombies. Die dürfen aber nach laut der Regel ja eh nicht hier drauf spawnen oder kommen. Die kommen nicht an die Leiter und die können auch gar keine Leiter klettern. So, und hier kommt auch keiner rein. So, nach oben zu dem Villager, der da oben sitzt, kommt auch keiner. Weißt du, das ganze System hier, das simuliert ein Dorf. Ich weiß. Und eigentlich müssten die, der Bauer, der hier fehlt, wir haben jetzt hier keinen Bauern. Willst du nicht erstmal die Klappen zumachen, dass die Baby-Zombies nicht runterfallen? Warum sind die auf? Komisch. Machen wir zack. So. Aber sonst sind alle zu. Ich glaube nur die beiden hier in der Ecke. Ja. Das war jetzt gut. Das war richtig gut. So, ich muss jetzt aber permanent. Hier ist ein Baby-Villager. Wo? Der ist da runtergefallen, der eine. Warte, der kommt rein. Mach oben auf. Irgendwo. Als ob. Doch, hier. Hä? Alter, wie schnell haben die denn gezeugt? Mach mal da irgendwie so ein Loch rein oder sowas. Dann versuche ich den da reinzuboxen. Hier ist ein Loch, aber der. Egal, den können wir töten. Weil der verlangt eh nur Essen und das ist kein Bauern. Wir brauchen unbedingt einen Bauern.
Okay. Damit das schon automatisch läuft. Ja, klar. Die Bauern pflücken sich das automatisch und fassen das automatisch mit vor. Ja, und geben das den anderen. Das heißt, wir brauchen jetzt Nahrungsmittel. Viele. Jetzt haben die wieder einen Cooldown, die Hader, ey. Das hat aber gut funktioniert. Ja, es hat instant funktioniert, wie schnell, ne? Wie kam der da überhaupt durch? Ja, der war ja klein, da waren die Klappen noch offen. Krass. Oh, jetzt habe ich das hier kaputt gemacht, natürlich. Schon ein bisschen Weizen von Jay Bruce Weizenfeld. Soll ich mal zeigen, wo ich wohne? Du hast ja noch gar kein richtiges Haus, ne? So ein kleines Häuschen. Wo denn? Das dahinten. Ist ein bisschen Minus an dem Jump Boost. Du kannst dich normal pflücken, weil du mal zu hoch springst. Aber man kann ja zum Glück normal gehen. So, zack, zack. Ich hab ja auch noch 4 Weizen für dich, bitteschön. Wo bist du? Ich das gar nicht auf. Ach, da. Hier, warte. Bring ich jetzt extra rüber hier. Da, ey. 32, so sollen dich davon ernähren und weniger reden. Hast du vielleicht Melonensamen für mich? Ja, habe ich echt gerade dabei. Die lagen doch da hinten, oder nicht? Ah, egal, nimm das. Boah, geil. Danke. Da. Kann ich jetzt auch Melonen bei mir anpflanzen? So, warte, Workbench hat bestimmt hier JB in seinem Hütchen. Ich habe eine hier dabei. Ja, dann platzier mal. Hier ist nämlich nichts. Ich glaube, die ist besser, wenn ich Brot da draus mache. Weil ich glaube, mit Weizen fangen die nichts an. Kein Baby-Villager. Boah, das war gerade so gut. Kommt her und nehmt euch, was euch gehöret. Deins. Und das ist deins. Ja, genau, jetzt nimmt das eh der andere. Konnte man denn nicht irgendwie anders fortpflanzen? Was? Konnte man denn nicht irgendwie anders fortpflanzen? Ich ja, weiß damals, aber seit der 1.8 geht das nicht mehr. Okay. Guck mal, die gucken sich an. Ich glaube, die lieben sich. Ich glaube auch. Guck mal, wie romantisch die gucken. Wenn dein Leben in dein Knie ist, dann musst du aufpassen, dass niemand dein Knie isst. Das stimmt. Vor allem Mann, die sollen sich fortpflanzen. Wie die Reiter in einer großen Nation. Boah, vögelt doch jetzt. Sollen die echt mal vögelt. Und sagt dann, boah, guck mal, hast du gesehen, wie schnell der gelaufen ist? Ja. Wenn die so schnell laufen, dann heißt das, dass die gesättigt sind. Hier, nimm dieses Zombiefleisch. Wo kommt ein Zombie? Da oben. Der kann eh nichts. Der kann nichts. Der kommt gar nicht hier hoch. Eben. Ich glaube, die wollen sich miteinander fortpflanzen, aber die können nicht, weil die schon hatten gerade eben ein bisschen Fickerei. Oder, deswegen. Ja, egal, Alter, da muss er direkt wieder auf dem Damm sein. Ja, eben. Vielleicht können die auch nicht, wenn jemand zuguckt. Vielleicht das auch. Da, der Terzen! Oh, ich glaube die. Aber die Frau will nicht. Boah, ja, dann hat die Pech jetzt. Komm, Vergewaltigung. Auch einfach machen. Vergewaltigung. Komm, Indien-Modus. Ey, warum sind die Klappen da offen? Wo? Das darf nicht. Gut, dass du das gesehen hast. So. Wieder zu. Jetzt sind alle zu. Jetzt ist aber auch keiner hier, ne? Warte, ich muss mir Boost holen gehen. Okay. Ich warte hier oben und ich beobachte. Beste Möglichkeit, drauf zu kommen. Okay, der eine hat anscheinend wieder Bock. Ja. Läuft bei dem auf jeden Fall. Aber die hat nicht Bock, warum? Hier, nehmt euch noch das Weizen, bisschen Samen, Weizen. Ah, nicht der, die andere braucht das. Der eine ist doch eh schon hier voll. Ah, die ist aber auch schon im Ausrastmodus. Meinst du, die nehmen auch Melonen? Ich glaube, die sind ziemlich geil auf Melonen. Ich glaube. Ich versuche mal, ich schmeiß dir mal Leitern zu. Vielleicht können die dann echt besser mit Leitern. Ja, das kann ja. Ich schmeiß dir noch mal einen Apfel zu hier. So. Und ein paar Ofenkartoffeln. Ach komm schon, irgendwas. Kommt schon. Die hatten gerade ein Kind gezeugt, das fuckt mich voll ab. Die sollen einen Bauern zeugen. Das wäre das Beste, was passieren kann. Oh. Kann ich eigentlich. Da, jetzt hat die Frau Bock. Jetzt hat der Mann aber keinen Bock mehr. Ja, Mann, jetzt hat der Mann keinen Bock mehr. Das ist bestimmt mal runtergeholt. Ich muss zurückrennen, halt mich auf dem Laufenden. Da, jetzt beide. Oh nein, fuck, ich will das gucken. Ich renne so schnell ich kann. Jetzt gucken sie mich an. Die haben ein Kind gezeugt, ist ein Bauer. Ja? Ja, ich glaube schon, guck mal, der hat ihm Kartoffeln gegeben.
Wo ist da der ist denn? Ein Bauer, perfekt. Und perfekt 10 Minuten. Perfekt, und hinter dir ist ein Skelett. Ich töte das. Wo ist das denn? Hinter dir. Perfekt, wir haben wieder eine vollautomatische Maschine. Würdest du das Skelett töten? Das töt, ab. Töt, ist Danke. Töt. Korrekt, Alter. Ich glaube, es lag echt an den Leitern. Ja, ich glaube echt, die Leitern waren das Problem. Weißt du, was noch Problem wird? Türen. Diese Blöcke hier. Nämlich, wenn die da drunter stehen, die Kinder, und erwachsen werden, dann ersticken die. Deswegen mach die mal vorzeitig weg, weißt du, Altersvorsorge. Aber du musst die bald wieder dahin packen. Mango joins the game. Und du? So, jetzt mache ich aber hier zu, damit die auch in Ruhe leben können. Perfekt, Alter. Ja, meine Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese produktive Folge gefallen mit dem Klim. Wir haben auf jeden Fall alles auseinandergenommen. Und da hat mich der Mango attackiert. Bau einen Schutzwall. So. Ich habe hier vergessen, Dingens wegzumachen. So, auf jeden Fall, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst bitte eine Bewertung und einen Kommentar und schaut auf jeden Fall mal bei dem Klim vorbei. Da. Und ich würde sagen, da verabschieden wir uns, ne? Ja. Tschüss. Alles klar, tschüss.